Das sind Herr und Frau Schnäuli. Sie kommen im Fernsehen und sie sind enorm stolz drauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. Heute, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, seid ihr das Experiment. So. Ist ein bisschen schwarz geworden da. Ja, ja. Das ist bei dir aber auch so ein bisschen die Richtung. Ja, aber gut ist, es wird schon ein bisschen da. Du musst halt da ein bisschen ab. Ich würde den Teil so ein bisschen, wie bei einer Muschel, einfach so das Muscheltier rausnehmen. Ja, das ist nicht so gesund, wenn man so. Das denkt mir nicht so. Es ist mehr die Frage, ob man, wenn man da drückt, ob sich das so ein bisschen. Das sieht mehr aus so wie bei der Mondlandung. Ja, es geht nicht ab. Das ist schon noch, das ist jetzt Paptik. Das könntest du jetzt etwa noch Hempel verfuttern, aber. Das Feuern. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Jetzt, das musst du nehmen. Das müsstest du jetzt nehmen. Okay. Ja. Mhm. Warte, du dir noch ein bisschen. Das kannst du nicht. Also, das musst du jetzt auch ein bisschen aushöhlen. Weißt, das tun wir auch von ihr. Nein, das Ganze musst du. Ich würde das Ganze jetzt einfach verprägeln. Nein, das würde ich nicht. Schau schnell. Das kann man noch essen. Schau. Könntest du mir recht schnell den so haben? Ja. Schau jetzt. Zuerst, das ist, wenn man. Das ausnehmen, meinst du? So, weißt du, es ist wie. Ich muss echt das Schwarze abnehmen und dann habe ich das Gefühl. So, das Innere ist auch noch gut, oder? So das Fleisch. Das ist nicht mal ein Schluck Bier, weißt du? Weißt du, ich tue es mal wieder an. Jetzt weiss ich nicht, wie ich soll. Du hast du ein Nasentuch da? Ist es nicht aktuell, nein. Hempel hat mal einen Landjäger gerührt. Das ist aber nicht gut. Nein. Also die Haut ist gar nicht. Er war einfach so im Feuer drin, weißt du? Ah, oh, da ist ein Trier drin. Oh, das ist der Grusige. Bei mir ist etwas drin. Da ist Tee drin, glaube ich. Haben wir eine Mischung? Ja, ist grusig. Das ist mir eigentlich nur ein Zervalami. Ein Schwarztee ist da drin. Du, aber. Da nicht das Tee drin tun. Nein, aber jetzt löscht es ja das Feuer, Hans. Ich habe jetzt das Schlangenbraten fertig gemacht. Warte, kein Problem. Kurz einen Moment. Nein, pass aber du. Geben wir da gleich. Schön, wie es wieder kommt. Schön, ganz schön. So, jetzt kannst du das Schlangenbrot wieder zugeben. Ja, aber weißt du, Also das Brot war jetzt noch nicht im Feuer. Kannst du mal die Servola ein bisschen gut haben? Schau, musst du schauen, dass es da nicht das Brandloch gibt. Willst du jetzt da noch etwas von diesen Innereien? Ja. Weißt du, das kommt da weg. Ja, ja. So, schau, da musst du reingreifen.
Jetzt ist schwierig. Ich muss natürlich die Servo-Lights raus tun. Hier ein bisschen. Noch so einen Teig lassen. Ist der noch teigig? Ich kann das Buch aufmachen. Willst du da noch etwas? Nein. Du hast die Ungeduld. Dass man es immer in Zürich hat, dann ist es aussen verkohlt und innen. Jetzt bist du da ein bisschen. Jetzt bist du da schon ein bisschen. Ah, schau mich mal an. Au! Du musst dem Kettchen auf dem Kopf rübeln. Entschuldigung. Entschuldigung, ich nehme. Also, willst du so näher in die Bude, oder? Ja, ich kann ja jetzt hauen baden. Ja. Man kann jetzt Feuer futtern, das ist auch etwas. Ja. So. Gut. Nein, das muss jetzt an. Das schau schnell. Hebst du noch? Ja. Nein, weißt, das kann man ja noch feuern. Das ist jetzt. Das ist jetzt schon noch. Ja. Das ist das doch schon noch gut. So. Das tut mir jetzt also. Ja, also schon. Ach, da weiss ich. Yes, Tato. Das Bier kann man vielleicht auch noch ein bisschen verfeuern. Nein, Hans-Jörg. Also wirklich. Schön, so ein Feuer, hä? Ja. Das. Das ist dreckig, hä? Ja, das ist gerade alles dahinter. So kannst du nicht nageln. Wollen wir es ausblasen? Komm, wir blasen. Oder wenn wir noch mit von dieser Flüssigkeit. Nein, wir blasen es aus. Komm. Kannst du ausblasen? Ja. Blasen an, weißt du? Das kannst du nicht ausblasen. Das kannst du doch ausblasen. Nein. Da kommt es noch mehr. Stimmt. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht, da brauchst du gar keine Flüssigkeit. Das ist nicht schlecht. Super. Hören wir noch mal. Oh, du, damit wird ganz anders. So. Den kannst du nicht drüber legen. Ich muss. He? Schön gewesen. Was ich gefunden habe. Oh, das ist schön. Gell, ist das schön. Können wir pressen. Ja. Das können wir pressen. Das ist schön. Haben wir noch Löschpapier? Oh, das hat noch so ein Käferchen drauf. Ja. Guck mal, ist das, ja. Ist das ein. Das, oh, das ist aber ein Befall. Das ist irgendein Laus. Das ist ein Befall. Ja, das ist Befall, nichts. Ja, das würde ich nicht nehmen. Das nee. Geht nicht auf die anderen. Ja, die haben Soldaten zu viel. Ja. Dann verbrechelt das Läuschen. Ja. Das können wir auch jetzt schon so lassen, oder? Ja. Also, komm, wir nehmen das Bänkchen und gehen, oder? Sagen wir, gehen. Kannst du anlüpfen, da? Ja. Ups, so. Also, komm, wir gehen. Ja, in Weimar? Ja, gehen wir über den Kreisel. Ja. Ja.